Ursprünglich ist dieses Camp nach dem Zweiten Weltkrieg hier entstanden. Zunächst als ein temporäres Camp mit Zeltlager, also richtig Jugendfreizeit könnte man vermuten, weil es gab ja die Demarkationslinie nach dem Zweiten Weltkrieg und Thüringen und Hessen wurden auf diese Weise getrennt. Erst im Laufe der Entwicklung, der politischen Entwicklung vor dem Hintergrund des Kalten Krieges hat sich das hier sozusagen zu einem wichtigen Stützpunkt herausgeschält, wo die amerikanische Seite gesagt hat, also den wollen wir beibehalten, weil wir wissen wollen, was da drüben passiert. Hintergrund dafür war wiederum, dass die sowjetische Seite in Thüringen ein sehr großes Potenzial an militärischen Streitkräften stationiert hatte. Also es ist schon sehr spannend, sehr interessant, es wirklich zu hören und so mal live zu erleben, weil es immer eine andere Geschichte, ob man das irgendwo erzählt bekommt in der Schule, hört ein bisschen im Geschichtsunterricht oder ob man wirklich da ist und die Grenzen sieht, die Entfernung zueinander und weiß, wie präsent das Ganze damals war und wie wichtig das für die Leute war. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass einige hier stehen und die es wirklich berührt. Wir waren ein der Soldaten und ganz am Anfang ist dann nochmal das. Die Amerikaner. Ja. Dadurch, dass mein Vater Berufssoldat war, habe ich natürlich schon vom Kalten Krieg und dergleichen gewusst und auch mitbekommen. Damals war der natürlich weitaus mehr im Manöver, als es vielleicht heute der Fall war. Ständig in Grafenwöhr oder im Munsterlager. Und Einzelheiten allerdings über das, was jetzt hier an der Grenze passiert ist, habe ich von ihm nie erfahren. Aber wenn ich hier zum Seminar war in Bad Salzschlirf, dann war die Fahrt an die Zonengrenze immer Pflichtprogramm gewesen. Das gehörte mit dazu. In Philippsthal zum Beispiel sind wir an die Grenze gefahren und haben uns das angeschaut. Also die haben sich hier vis-à-vis gegenübergestanden in den beiden Türmen. Die konnten sich jeden Tag sehen, die konnten auch mal so Hallo machen. Also es ist ja nicht so weit, wahnsinnig weit weg, selbst von hier sieht man das. Haben sich dann mit den Ferngläsern entsprechend auch beobachtet. Insbesondere in den 70er Jahren, denke ich, war es ganz extrem eine hoch aufgerüstete Grenzanlage, bundesweit, nicht nur hier, die permanent in Gefahr stand, dass es hier explodiert. Wenn man sich dann immer so vorstellt, wie es war und dass ja jetzt schon wieder über zwei Jahrzehnte vorbei sind, wie es zusammengewachsen ist. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das niemals vergisst, was da eigentlich war.